Also guten Tag alle mal zusammen. Wir freuen uns sehr, dass wir die letztes Jahr Aachen wieder voll in Tag hier zusammenkommen. Es war ein sehr wichtiger Tag. Heute ist die Bundestagswahl und deswegen ist das auch wirklich bemerkenswert, dass so viele Leute hier sind. Aber vielen, vielen Dank. Und den heutigen Tag im zweiten Bereich leiten. Aber wir werden zuerst mal noch einen Kollegen dazu rufen, der im ersten Bereich das alles gleich. Wir versuchen euch allen, Sie allen, den Tag bequemer zu begleiten. Genau. Eine kurze Info. Wer seine Tochter verloren hat, eben hatten wir diese Information, kann die Tochter am Infopoint abholen. Sie heißt Dagmar. Die Mutter heißt Dagmar. Also die Mama heißt Dagmar. Also Dagmar, deine Tochter sucht die. Und sie ist in Infopoint. Wie verloren. So, also wir haben hier fast die Welt zusammen. Sie vor Jahren aus Indonesien, meine Eltern aus der Türkei, leben in Deutschland. Und wir haben hier auch einen Kollegen, und zwar Herrn Baumann aus Aachen. So, vom Zeitungsverlag Aachen, Herr Baumann. Offiziell übergebe ich Ihnen das Mikrofon. Ja, vielen Dank. Ja, das gelingen allemal. Ja, meine Damen und Herren, liebe Sportler, liebe Vereine, auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen hier im Eurobrecht in Brüssel-Saal zum Tag der Integration. Ja, ich darf Sie die gute nächste Stunde hier durch das Programm führen. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben einiges vor. Wir wollen hier Menschen auszeichnen, die wirklich Tolles geleistet haben, beziehungsweise auch noch Tolles leisten. Ja, Integration findet ja in ganz vielen Bereichen statt, aber nirgendwo ist Integration vielleicht leichter als im Sport. Im Sport spielt es halt keine Rolle, wo du herkommst, ob du Links- oder Rechtshänder bist, welche Religion du hast. Im Sport ist es entscheidend, kannst du Tore schießen oder eben als Torwart welche verhindern, kannst du Zoll turnen, Zoll boxen. Ja, all das, oder kannst du auch andere trainieren, anderen etwas beibringen, das ist das Einzige, was im Sport zählt. Ja, und genau aus diesem Grund steht auch jetzt hier im Brüsselsaal alles ganz im Zeichen des Sports. Und diejenigen, die sich dabei besonders hervorgetan haben, die möchte die Stadt Aachen heute ehren, auszeichnen mit dem Förderpreis Integration durch Sport. Ja, und diese Ehrung wird gleich die Stadtdirektorin der Stadt Aachen vornehmen, Frau Anne-Kathrin Grehling, die ich an dieser Stelle schon mal recht herzlich begrüßen möchte. Herzlich willkommen. Ja, bevor es soweit ist, wollen wir aber jetzt erstmal junge Damen hier auszeichnen, die ein tolles Beispiel sind für gelungene Integration. Denn die jungen Damen haben im Rahmen des landesweiten Projektes Mädchen mittendrin eine Ausbildung zu Fußballassistentinnen gemacht. Ja, und dabei ging es natürlich sowohl um fußballerische Trainingsinhalte, aber sie lernten auch pädagogische und ja auch rechtliche Themen kennen. Mit dieser Ausbildung werden die Mädchen dann in Zukunft in Schulen die vielen begeisterten, kickenden Mädchen dann betreuen und auch mit trainieren. Ja, und diesen feierlichen Rahmen heute hier im Brüsselsaal wollen wir dazu nutzen, diesen jungen Assistentinnen heute ihre Urkunden zu übergeben. Dazu darf ich jetzt erstmal die ersten Ehrengäste auf die Bühne bitten. Das ist zum einen, wie gerade schon erwähnt, die Stadtdirektorin der Stadt Aachen, Frau Anne-Kathrin Grehling. Dann Herr Dr. Stefan Osnabrügge, er ist der Vizepräsident und Integrationsbeauftragte des Fußballverbandes Mittelrhein. Dann Herrn Dr. Ulf Gepke, der Erfinder, ja, wir dürfen ihn fassen. Herr Dr. Ulf Gepke, er ist der Erfinder und sozusagen Vater des Projekts Mädchen mittendrin und leitet an der Universität Oldenburg das Institut Integration durch Sport und Bildung. Ja, und Frau Uschi Brammert, sie ist die Regionalkoordinatorin des Projekts und zweite Vorsitzende von Renania Rote Erde. Auch sie bitte kurz auf die
Sportbühne. Ja, Frau Grelings, vertreten heute Oberbürgermeister Marcel Philipp, der auch der Schirmherr des Projekts Mädchen mittendrin in Aachen ist. Die Stadt Aachen ist eine von 20 Städten in NRW, die das Projekt durchführen. Ich habe gehört, Sie waren auch selbst bei einem Mädchenfußballcamp dabei. Warum ist es der Stadt ein Anliegen, dieses Projekt zu unterstützen? Also, ich denke, das Engagement der Stadt in Sachen Integration im Allgemeinen, Gott sei Dank, ist hinreichend bekannt und zeigt sich ja auch heute wieder. Wir haben früh natürlich auch festgestellt, wie Sie schon sagten, Sport ist eine Sache, wo man die Integration am spiegelndsten erfährt, am meisten aber auch über sein Selbstbewusstsein und seine Rollengestaltung erfährt. Deswegen hatte ich mir das ja auch nochmal angeschaut. Ich habe mir nochmal extra sagen lassen, wie man, ich bin ja nicht großartig selber, Huppenbroch heißt es und nicht Huppenbroich, glaube ich, wo wir dann entsprechend waren und das angeschaut haben. Und ich war schon sehr beeindruckt, weil wir hatten da ja wirklich Mädchen, die auch zum ersten Mal überhaupt von zu Hause weg waren, die Chance hatten, mal eine Ecke weiter wegzukommen als die nächsten zwei Straßen rings um Schule oder Wohnung und da eine ganz andere Art von Gemeinschaft und Selbstbewusstsein zu erfahren und zu erlernen, sich mal ganz anders auszuprobieren, als man das typischerweise zu Hause so tun könnte. Und das fanden wir schon toll und ich glaube, so junge Menschen brauchen wir nachher, wenn die dann groß geworden sind und das weitergeben können. Herr Dr. Osnabrück, der Fußballverband Mittelrhein ist ja Kooperationspartner bei der weiteren Ausbildung für die Trainer C-Lizenz. Sie hatten dieses Jahr die jungen Damen auch eingeladen nach Köln zum Endspiel des Pokals der Fußballerinnen. Können Sie schon sagen, ob es nächstes Jahr wieder dahin geht? Das kann ich noch nicht sagen, weil für nächstes Jahr überhaupt noch keine Planung existiert. Noch mal sagt schon, würde sich natürlich freuen, wenn ich jetzt hier Zusagen mache. Aber wir werden das natürlich versuchen, weil es unglaublich wichtig ist, dass die Mädchen auf die Art und Weise merken, dass sie Teil des gesamten Fußballs sind. Dass unsere Projekte nicht isoliert an den Schulen stattfinden, sondern dass der gesamte Fußball dahinter steht. Und es wird auch eine der Kernaufgaben sein, dass wir das Projekt in die Vereine hineintragen und die AGs möglichst als Mannschaften in den Vereinen fortsetzen. Kann man schon was zur weiteren Entwicklung dieses Projekts sagen, wo es hingeht? Ja, das können wir nun ganz konkret machen mit Frau Rommers, denn die Mädchen werden im Herbst am Eisenberg an einer FVM-Maßnahme teilnehmen, dort vorbereitet werden auf die C-Lizenzen und dann als nächsten logischen Schritt hinter dem Abschluss als Fußballassistentinnen die C-Lizenzen erwerben und mit diesen C-Lizenzen ausgestattet dann ganz hoffentlich in den Vereinen nicht nur Mannschaften übernehmen, sondern die Mannschaften, die sie jetzt bereits in den Schulen, in den Camps betreuen, in die Vereine hinein transportieren, sodass wir den Mädchen ermöglichen, weiter Fußball zu spielen. Ja, auch mal eine Frage an Herrn Dr. Gepkin. Sie sind ja, ich habe gerade schon angekündigt, sozusagen der Vater dieses Projekts, der Erfinder, dementsprechend auch ganz nah dran. Inwiefern fördert dieses Projekt denn die Integration? Ja, es sind vier Bausteine, die hier in Aachen wunderbar ineinander greifen. Erst einmal hätte man sich vor einigen Jahren gar nicht vorstellen können, dass wir 80-90% Mädchen mit Migrationshintergrund haben, die an vier verschiedenen Schulen jede Woche Fußball spielen. Das sind inzwischen in Aachen 80. Der zweite Punkt ist, wir hätten uns auch nicht vorstellen können, dass es junge Frauen gibt, die auch in diese Männerdomäne Fußball gehen und dort Übungsleiter Trainer werden. Dr. Osnabrück hat das angedeutet. Wunderbar, über diese erste Qualifizierung erwerben Sie sogar die Übungsleiterlizenz. Das sind die Menschen, die wir brauchen, damit der Fußball weiterläuft. Der dritte Punkt ist, Sie spielen Turniere, Wettkämpfe, das ist ganz wichtig, weil wenn man das macht, dann legt man Feuer bei den Mädchen, dann hat sie richtige Lust auf Fußballspielen. Und was ich wirklich über die Pfingsttage war, was ja unglaublich fand, war das Fußballcamp in der Eifel. 55 Mädchen, zum Teil noch gar nicht aus dem Haus richtig gewesen, haben dort 4-5 Tage unter ganz schlechten Wetterbedingungen wunderbar in der Gemeinschaft gelebt. Und ich glaube, das zeigt auf, was Schule, Vereine und Stadt gemeinsam auf den Weg bringen können. Und das ist hier in Aachen ganz wunderbar gelungen. Und dafür meinen ganz herzlichen Dank für die Menschen, die das möglich gemacht haben.
Ja, eine Frage habe ich natürlich auch an die Regionalkoordinatorin des Projekts, an die Frau Brammert. Wie stolz macht es denn, das zu sehen, dass diese jungen Trainerinnen hier heute ausgezeichnet werden? Ich bin richtig stolz, weil wenn ich sehe, dass aus den ehemaligen Teilnehmern doch immer wieder Betreuerinnen werden und dass die ganz engagiert sind und mir auf dem Weg folgen, Bildung auszubauen, dann finde ich das ganz hervorragend. Und was die leisten an den Schulen, jetzt haben wir nicht 4 Schulen, wir haben jetzt schon 5 und die 6. steht schon in der Warteschleife. Da brauchten wir auch neue Assistentinnen, um diese AGs überhaupt bedienen zu können. Und ich freue mich riesig, dass es so viele Mädchen gibt, die bereit sind, diese Ausbildung zu machen und andere Mädchen zu betreuen. Ja. Ja, dann wollen wir jetzt die auf die Bühne holen, über die wir die ganze Zeit reden. Die erfolgreiche Fußballassistentin, begleitet von Herrn Hans-Georg Sochotzki, Vorsitzender des Arbeitskreises Integration des Sports. Kommen Sie bitte auf die Bühne und einen großen Applaus. Ja, wir beginnen mit Frau Burku Aydin. Herzlichen Glückwunsch. Die zweite ist Dana Petermann. Dann haben wir Hananel Anbri. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir Laila Keskin. Die nächste ist Luisa Schröder. Und erfolgreich ausgebildete Schulfußballassistentin Paula Wozniak. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es sind einige auch in Doppelfunktion dabei, und zwar diejenigen, die ganz toll mitgeholfen, dass das Fußballcamp durchgeführt werden konnte. Ich hatte das schon angedeutet, in der Eifel unter ganz widrigen Bedingungen, trotzdem eine wunderbare Stimmung mit den Mädchen gelebt und dann auch zum Höhepunkt, zum Pokalendspiel der Frauen nach Köln gefahren. Und das Pokalspiel hat gewonnen, wisst ihr das noch? Klar, ne? Der VfL Wolfsburg, ja. Und dann reiche ich Ihnen das Mikrofon weiter. Gut, dann kommt bitte die Leila Keskin mal nach vorne. Ja, vielen Dank. Dann die Halime Wiele. Jessica Aquilo. Lara Brammers. Ja, es bleibt in der Familie, wie man sieht. Das finde ich auch ganz klasse, dass Sie den eigenen Beitrag auch dazu leisten, außer Ihr persönlichen Engagement. Ihre Familie auch noch da reindrücken. Ich arbeite noch bei meinem Zünder. Mina Schuler. Ja, nehmen wir Amscha oder Amscha? Thank you.
Breuer. Luisa Schröder. Boku Aydin. Marina Beermann. Und Paula Wotschnier. Gut, ihr seht, auch hier vorne mit dem Mikrofon zu stehen und die Namen alle richtig auszusprechen, ist jedes Mal wieder eine Herausforderung, an der ich täglich wachse. Euch allen herzlichen Glückwunsch und ich finde das ganz toll, dass ihr das macht. Und denjenigen, die von euch auf den Eisenberg gehen, alles, alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr hier wiedersehen. Denn jetzt wird noch ein Foto von euch gemacht. Rückt ruhig was zusammen, damit ihr auch alle drauf seid. Wunderbar, sehr schön. Hinteren Reihen vielleicht noch ein kleines Lächeln. Ja, nochmal ein Riesenapplaus für die.